Wir haben einen neuen Campbegleiter. Ich bin sehr gespannt. Wir wollen natürlich auch ein bisschen quatschen. Das ist ja richtig neuer Content. Verbündete. Wobei neu, ne? Ist einfacher. Na, na. Hier Ecke. Der Lawson. Ich kenne dich noch nicht. Ich glaube, er trägt eins von den Outfits Vanilla, die wir mit der Titanfall 2 Outfits Mod ausgetauscht haben. Ja. Es sah einfach zu cool und detailliert aus. Nice. Und der Bombe kommt jetzt auch noch. Ideal. Zum Einstieg in eine niegelnagelneue Aufnahme. Ach so, vielen Dank für den Hinweis. Der Kryo-Kühlschrank ist nicht kaputt. Aber wenn wir das Camp umschalten, ist der Kram, den wir im Kryo-Kühlschrank haben, hier ohne Kryo-Kühlschrank. Wir brauchen hier drüben einfach nur einen Kryo-Kühlschrank. Richtig. Aber erstmal will ich jetzt mit ihm quatschen, ganz kurz. Er ist irgendwie interessanter. Selbst wenn wir jetzt die Mutti verpassen. So, weiter. Hallo. Du kannst dein Outfit natürlich behalten, aber was trägst du eigentlich für ein Outfit, falls wir das Dingens hier haben wollen? Erstmal quatschen. Hast du schon viel von Appalachia gesehen? Ein bisschen, aber ich würde gerne mehr sehen. Auf Patrouille mit der Bruderschaft bin ich einigen Leuten begegnet. Geht es dabei um etwas ganz Bestimmtes? Naja. Hast du irgendwas Seltsames gesehen? Etwas Seltsames? Also. Nicht abhauen! Bleib hier. Wir wollen dich doch sehen. Dich und dein schickes Titanfall 2 Outfit. Schön stehen bleiben. Genau, im Licht am besten. Weiter quatschen. Hallo? Er will gerade nicht. Aber warum denn nicht? Das ist ja kurios. Dell? Diese Person ist beschäftigt, aber das glaube ich nicht. Womit bist du beschäftigt? Ich muss unbedingt das Update installieren für die Vorkriegs-Optik-Mod, damit die Zahl da weggeht. So. Ist er jetzt wieder? Naja. Kurz Server hoppen. Ich würde schon weiter gerne mit ihm quatschen. 3, 2, 1. Neuer Server, neues Glück. Muss noch alles aufgebaut werden. Dell, was waren das gerade eben, Keule? Hä? Ist schick hier. Mit dem Bauen habe ich es persönlich nicht so. Er mag die Disco-Kugel. Hallo. Hi. Ich brauche dein Fachwissen. Nee, Quatsch, wir waren ja hier. Hast du schon viel von Appalachia gesehen? Aber ich würde gerne mehr sehen. Auf Patrouille. Das hatten wir. Seltsames. Hast du irgendwas Seltsames gesehen? Etwas Seltsames? Also, es gibt da etwas. Das klingt verrückt, aber. Aliens. Echte Wesen aus dem All. Ah, nein. Ich habe eine fliegende Untertasse direkt über Charleston gesehen. Ich konnte es nicht fassen. Da waren diese von Energie pulsierenden Maschinen und grüne Männchen mit Riesenköpfen, die überall aus dem Nichts auftauchten. Ich hatte Befehl, unser Lager zu bewachen. Also konnte ich nicht nah ran. Aber ich habe alles gesehen. So cool. Ja, die haben wir auch gesehen. Hattest du hier irgendwelche Probleme? Bis auf die Raider am Anfang gab es kaum Probleme. Auf Patrouille mit der Bruderschaft kommt es ab und zu mal zu einem Scharmützel. Als ich mit Ritter Shin auf Patrouille war, sind wir Supermutanten begegnet. Im Gegensatz zu wilden Ghoulen können Supermutanten reden. Da fällt es mir schwer, sie einfach als Monster abzutun. Allerdings wollen sie Menschen abschlachten und fressen. Das macht die Sache dann doch ziemlich... Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Nicht mal mit der Wimper gezuckt. Er meinte nur, ich soll dafür sorgen, dass ihm die Munition nicht ausgeht. 4 Gürtel hat er verschossen. Nice, dann braucht er auf jeden Fall Support. So, Warte mal, sagt er hier immer das Gleiche? Als ich mit Ritter Shin auf... Okay, ja, das ist tatsächlich das Gleiche. Hätte ja sein können, dass das irgendwie dynamisch oder so ist. Ach, jetzt ist es auch ausgegraut. Ich habe ein paar Fragen zur Bruderschaft. Das ist ein komplett neues Thema, ne? Das sind alles jetzt komplett neue Themen. Ich habe ein paar Fragen zur Bruderschaft. Sicher. Bestimmt wissen Sie mehr als ich, Sir. Aber ich antworte so gut ich kann. Wow, der ist ja richtig deep, Mensch. Wie geht es dir, Anwärter, nach allem, was mit der Bruderschaft passiert ist? Darf ich ganz offen sein, Sir? Gewährt. Ich bin froh, dass Paladin Ramani uns weiter anführt. Ritter Shin ist ein guter Mann, aber er sieht alles nur schwarz-weiß. Alles, was eine Bedrohung darstellen könnte, wird eliminiert. Ihm scheint es nicht darum zu gehen, den Leuten zu helfen. Ich hoffe, dass er es bis zurück nach Kalifornien schafft.
Ja, ich auch. Ich auch. Aber ich glaube, wir werden jetzt nicht alles abquatschen. Das wäre ein zu dicker Batzen. Wir gucken uns jetzt noch seine Dienste an und sein Handelsgut. Und dann gönnen wir uns den Rest Stückchen für Stückchen, damit wir hier so weit wie möglich und so lange wie möglich von seinem Content zehren können. Und dann wollen wir noch beim Mottmann-Aquarium mitmachen. Natürlich. Ich brauche dein Fachwissen wahrscheinlich. Sicher. Was kann ich tun? Zeig mal bitte. Kannst du mir mit meiner Power-Rüstung helfen? Aber natürlich. Klar. Vielleicht habe ich bereits erwähnt, dass ich unter Geletter Valdez viel damit beschäftigt war, die Power-Rüstungen der Offiziere zu warten. Jedenfalls, bis es zum Zerwürfnis kam. Reden wir jetzt lieber nicht darüber. Nein, nein. Aber das reden wir alles später. Wenn du willst, kann ich deine gesamte Rüstung aufbessern. Aber nur temporär, ne? Ich checke die Verbindungen, warte die Servos, säubere die Leitungen, beseitige die Beulen, die die Rüstung beeinträchtigen. Generalüberholung. Ich bring dich nicht nur wieder auf Vordermann, sondern geb dir auch noch einen Schub. Zumindest für eine Weile. Power-Rüstung verschleißen schnell. Du musst es nur sagen. Okay. Und was war das andere? Du kannst wieder loslegen. Was? Wie Gelehrte Valdez sagt, Wartung ist der halbe Kampf. Schon durch? Haben wir uns entschieden? Du kannst Waffen, Rüstung und Power-Rüstung bis auf 130% des normalen Maximums reparieren, war das, ne? Okay, das sind beide Sachen, die er kann. Handeln und Power-Rüstung. Wir gucken gleich nochmal nach bei Fähigkeiten. Alles, was ein Soldat der Bruderschaft auf Patrouille im Ödland braucht. Ich zeig's dir. Ja, dann zeig mal. Aber wir sind nicht im Handelsloadout. Wir wollen ihn aber auch nicht abzocken. Ne? Mal gucken, was haben wir denn hier Schönes? Irgendwas Außergewöhnliches. Leben und Lieben. Ui! Hat er das immer? Nämlich mit 700 Kronkorken. Ja, aber auch nur heute. Weil wir so reich sind. Keine Baupläne. Wir müssen öfters reingucken. Ja, das wird es sein. Leere Flaschen. Sehe ich aus wie ein Pfandautomat. Vorsicht, Soldat. Ich habe hier eventuell Schmierfett verschüttet. Das war jetzt Zufall, dass wir irgendwas mit EP bekommen. Aber von den Diensten her würde ich lieber solide bei Leo bleiben. Aber wir gucken später nochmal rein und lassen ihn jetzt erstmal hier stehen. Genau, so machen wir es. Und basteln stattdessen uns das neue Cowboy-Dings. Richtig. Wie ist das Ding nochmal? Ich guck lieber nochmal nach. Atomshop. Fallout First. Na, komm schon. Das war... Hier war... Warte mal, hier. Da. Westküste Staubmantel Outfit. Und hier... Oh. Kalte Schulter Starter Paket. Das ist aus der Season. Brauchen wir nicht. Warte mal, stopp. Wurde das komplette Angebot überarbeitet? Ne, das sind noch die alten Skins. Aber ich gucke trotzdem nochmal bei Camp und Nützliches. Ich brauche den Raider Collectron. Unbedingt. Komme, was wolle. Schande. Den gibt es nur aus dem Atomshop. Nicht als Plan. Das ist der einzigste Collectron, der Camp sammelt. Ich habe schon nachgeguckt. Da gibt es so eine richtig schöne Excel-Tabelle. Auf dem Reddit. Einfach ganz kurz googeln und dann wird das angezeigt. Es gibt manchmal Collectrons, mehrere, die ein und die gleiche Sache suchen, aber es gibt auch exklusive Sammeleien. Und Camps sammelt nur der Raider Collectron und Nuka Cola nur der Nuka Cola Collectron. Das ist mir das Zweitwichtigste. Aber okay. Westküste, das habe ich mir gemerkt. Und Rüstungen kaufe ich nicht mehr. Nein. Davon haben wir genug fürs Erste. Wir kriegen ja ständig neue. Modifizieren, ne Quatsch. Herstellungsloadout brauchen wir nicht. Nicht, dass wir aus Versehen zwei herstellen. Wobei das Outfit natürlich richtig nice aussieht. Ich will nur gerade was gucken. Da. Warte mal. Nee. Ich glaube, der hier, der ist es. Der ist auch gemoddet, der Helm. Taktischer Marinehelm. Der ist auch aus Titanfall 2. Ganz kurz mal ausprobieren. Ganz kurz nur. Den haben wir doch, ne? Ich glaube, Mottmann ist schon durch. Taktischer Marinehelm bei T. Irgendwo hier unten. Taktisch. Da haben wir kurz eingesteckt. Angezogen. Sieht ja cooler aus als unser anderer. Titanfall 2 Helm. Taktisch. Zeig mal. Oh, der hat auch was, ne? Ja, hat er.
Schön. Aber der andere passt einfach mal farblich besser. Das war Sondereinsatz, tralala. Ja. Doch wegen dem Orange. Ist okay, ist in Ordnung. Ich behalte ihn in der Tasche und stelle jetzt aber trotzdem her Westküste. W. Da bin ich mir ziemlich sicher. W, Westküste, Staubmantel, Outfit. Fünfe. Ja. Gibt's da auch noch einen Hut zu? Nee, ne? Wir waren gerade eben bei Kopfbedeckungen. Bei W. Ich denke, da müsste man einen separaten Helm nehmen. Ich will mal ganz kurz gucken, wie unser Charmeur-Hut, der Helm, der rote, wie der damit synergiert. Der hat ja auch irgendwie was Western-mäßiges, finde ich. Westküste, flattert er. Oh mein Gott, wie der flattert. Aber der Helm passt nicht ganz, ne? Dieser Helm meine ich jetzt. Naja, wobei, wie so ein Cyberpunk-Cowboy. Zeig mal bitte. Da Blutadler Charmeur. Und dazu die Mottmann-Gasmaske. Mit den schönen Augen. Ja, irgendwie passt das mehr, finde ich. Und dazu noch Gefangenenhalsband. Bei G. Nee, Quatsch. Stopp hier. Es soll rot leuchten. Finde ich gar nicht mal so schlecht, ne? Rucksack passt auch noch. Können wir erstmal nehmen. Es flattert. Sehr, sehr schön. Glücksspiel, Glück abholen. Hatten wir noch legendär gut, oder? Habe ich das schon nebenbei am Gequatschen? Nee. Da gucke ich lieber mal nach. Ist hier noch was Schönes? Nee, hier noch was Schönes. Drogen. Psychotets. Ich würde mich freuen. Naja, bis wir dann irgendwann den Raider Collectron haben. Also bis der wieder dann im Angebot ist. Das dauert. Das kann Jahre dauern. Und solange müssen wir mindestens dabei bleiben. Mindestens. Das kommt wieder in die Kiste, das Teil. Entschuldigung, hast du zufällig? Nee. Aber du hast Kohle. Die sollten wir uns gönnen, solange wir hier sind. Kleidung, zumindest hier den Helm wieder zurückpacken. Da sind wir 100% sicher, dass wir den gerade nicht in der Sammlung haben. Aber jetzt wieder. Wie schön. Oh. Jetzt gehen die Serien langsam aus. Zumindest slotmäßig. Wir brauchen 2 Muskelstraffungsserien. Verkaufsloadout. Hilfsmittel. Muskelstraffung war das, ne? Für 1000, genau. Rest 400. Die ganzen Granaten abverkaufen. Ist ja auch sauschwer, das Zeug. Benutze ich sowieso nicht. Sollte ich vielleicht häufiger. Stimmt, da ist was dran, ne? Mehr Explosion. Und wir wissen alle, Explosionen machen jedes Spiel besser. Exponentiell. Ist so. Habe ich mir nicht ausgesucht. Psycho kann weg, das normale. Red Dex kann weg. Und Retterway auch, aber wir haben zu viele Retterways. Richtig, richtig. 30. Wir verkaufen nur 30. Block. Und schon sind wir wieder auf Kurs. Nice, nice, nice. Keine Glasfaseroptiken. Ich bin bedient, aber positiv. Sehr, sehr positiv. Die Routine noch abfeuern. Wie viele Fusionskerne haben wir? Genug, genug. Für jeglichen Kampf. Cola ist jetzt auch genug. Genug. Und dann müssen wir noch den Kram futtern, bevor wir dann losziehen. Heute ohne Score Booster. Aber das ist jetzt vergleichsweise, verhältnismäßig, eine kleinere Aufnahme. Aber naja, so klein ist sie dann auch nicht. Wir wollen ganz kurz gucken. Haben wir überhaupt irgendwas dabei? Nee, ne? Ja, Besuchertee. Schlürf mal hier. Meine Güte. Ach, das mussten wir sowieso. Das ist ja schön. Das passt, ja. Und dann haben wir hier die Sachen aus dem Hilfsmittelreiter. Das können wir nehmen, das können wir nehmen. Und eine Beweglichkeitswackelpuppe. Ich glaube, ja. Da haben wir gerade Bedarf. Einem Team beitreten. Ein Team erstellen. Ran in den Kryokühlschrank. Hatten wir schon geklärt in dieser Aufnahme, ne? Ja. Ja, hatte ich, glaube ich, schon gesagt gehabt. Ich hatte es schon ein paar Mal heute gesagt gehabt, aber am Anfang einer Aufnahme bin ich noch schusseliger als sonst und da hatte ich mich dann verheddert gehabt und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, in dieser Aufnahme hatte ich das schon gesagt gehabt. Hirnbomb und der Bärenauflauf. Da haben wir da noch ein paar? Nee.
höchstens schlecht geworden. Und dann irgendwann müssen wir sowieso wieder eine schöne Supplementtour machen. Aber nicht jetzt. Nein, nicht jetzt. Wir haben zu tun. Von oben nach unten. Besucher, die haben wir schon. Haben wir schon. Cranberry Sauce. Einfacher Rußblumentee. Fäulesuppe. Da vielleicht noch eine zweite. Gleich einstecken. Und der Beerenauflauf. Starlight Beerenauflauf. Oh, fast im Eimer. Oder warte mal, stopp. Okay, wir hatten doch noch Würchen in der Tasche. Wolfsrippchen. Ja, das ist natürlich Quark, dass wir die dabei haben. Ach nee, wir wollten die ja vergammeln lassen. Richtig. Zum präzise blutig machen. War ein Test. Ihr habt nicht bestanden. Ihr hättet ruhig Bescheid geben können. Nochmal bitte. Fäule. Hallo, Fäule. Wollt ihr gerade nicht, der Server? Alles klar. Wir können loslegen. Mit Rayleigh der Vierten. Wir wollen Verbrannte töten. Ach, das machen wir doch lieber hier oben. Vielleicht heute. Auf Kollisionskurs. Wobei, da sollten wir lieber andersrum laufen. Auf dem Weg bis vorne würden wir bestimmt 10 auch so töten. Und dann hätten wir keine Grundmotivation mehr, Kollisionskurs zu spielen. Also, direkt dran. Hier rüber flitzen. Mega Stealthy. Ich hatte sowieso mal wieder Bock auf Kollisionskurs. Eins der besten Events aller Zeiten. Ich ignoriere euch, wenn ihr mich ignoriert. Beziehungsweise nicht trifft. Das ist okay. Sind wir noch auf perfektem Kaugummi? Kollisionskurs jetzt. Komm schon, enttäusch mich nicht. Sonst muss ich nochmal zurück. Ja. Naja, wie dem auch sei, ne? Dann dürfen wir jetzt nochmal zurück. Einmal bitte ins... Nein, stopp. Einmal bitte ins... Sniperino-Loadout. Die Fantastic, bitte. Checken, ob wir noch auf perfektem Kaugummi sind. Nein. Ich wiederhole, nein. P. Jetzt, wir können... Psst, nice and stealthy. Snipern. Bis zum Morgengrauen. Aber so lange werden wir nicht brauchen. Psch, das ist ein Supermutant. Den kriegen wir mit einem Schuss nicht weg. Aber wir können es probieren. Vorsichtig. Zack. Ula. Voll auf die Rübe. Hat aber nicht gereicht. Hat aber nicht gereicht. Jetzt. Alles gut. Von hier aus sehen wir keinen. Frechheit. Psch. Immer noch nicht. An die Kante. Da ist einer. Rate du. Und da ist noch einer. Hat er nicht mitbekommen? Der Tomaten auf den Ohren oder was? Oh, warte mal. Haut die Textur gerade nicht hin von denen? Sind die alle nur schwarz? Okay. Ja, das ist ein Mod-Problem. Da muss ich dann die Load Order wahrscheinlich ändern. Aber ignorieren wir jetzt für diese Aufnahme. Es sind Antimaterie-Terminator. Die schlucken alles Licht einfach weg. Wie so ein schwarzes Loch in Form von einem Terminator. Aber die machen das nur mit Licht. Nicht mit normaler, baryonischer Materie. Deswegen sind die einfach nur schwarz, weil das Licht sich halt nicht reflektieren kann. Ich denke, das ist eine optimale Erklärung. Und wer das anzweifelt, der ist ein Schwurbler. Das ist ein Fakt, das ist alles richtig. Wissenschaftlich bewiesen. Na, da vorne, da. Legend. Nee, das ist ein Kultist schon wieder. Was macht der denn bitte hier? War. Was ist los mit dir? Haben wir dich weggesammelt? Nein. Wow, das hat er überstanden. Zwei, drei Schuss. Hallo? Sag mal. Entschuldigung. Vier Schuss. Das ist der stärkste Kultist aller Zeiten. Und hier schon wieder. Ein Antimaterie-Terminator. Übel. Aber wenn sie tot sind, ne? Dann entlassen sie die ganzen Photonen und fangen an zu leuchten. Aber nur für einen kurzen Moment. Wer weiß. Vielleicht wurden sie auch in die zweite Dimension zusammengefaltet. Und
Das ist nur eine optische Täuschung, dass sie leuchten. Es ist die freigesetzte Energie, die sie beim Umfalten in die zweite Dimension freisetzen. Ist alles möglich? Das war's. Wir dürfen auch woanders hin. Ja, ganz offensichtlich. Hallo? Wo ist denn hier? Ja, Entschuldigung. Nehme ich Vanguard T51 Beton so? Warum sind da jetzt eigentlich die englischen Begriffe? Ich weiß nicht, meinte Psycho. Naja, für den Verkauf. Aber auch nur dafür. Nehmen werde ich das nicht. Und die Splittergranate ebenfalls. Für die Kohle. Wir dürfen auch 3 Verbrannte killen. Glücklicherweise ist hier gleich noch eine andere Location. Eine zuverlässige verbrannten Location. Oder im heutigen Fall eine zuverlässige dunkle Materie Terminator Location. Aber hier bitte mit Rayleigh und saftigen Kopfschüssen. Wir sind durch. Wir sind durch. Es reicht. Wir wollen es nicht übertreiben. Ja, wir können auch abhauen. Was machen wir als nächstes? What? Wie bitte? Wir sind noch nicht durch. Da stand gerade 9. Ich bin irritiert. Was war denn da gerade für eine Anzeige? Ich glaube, irgendwas wegen EP, ne? Ich check das mal eben. Hier nochmal in der Wiederholung. Wir wechseln zu Rayleigh. Daran kann ich mich erinnern. Das Seitenverhältnis haut gerade nicht hin. Ist nicht so wichtig. Da springt er hoch. Sehr gut. Gut gemacht, Leo. Ach so. Das waren die EP, die angezeigt wurden. Das hat mich irritiert. Auch so ein bisschen als Entschuldigung. Gut, dann wieder zurück, bitte. Und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern, aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback und zwar von euch.